Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, es ist heute meine erste Rede an einem politischen Aschermittwoch. Und wenn man sich auf so eine große Aufgabe vorbereitet, da überlegt man sich im Vorfeld recht genau, was sagt man, aber man überlegt sich natürlich auch, wie sagt man es. Und an einem politischen Aschermittwoch überlegt man sich dann auch noch, wie wird es möglichst einigermaßen witzig. Nun, in meinem Fall ist diese Frage relativ einfach beantwortet. Als hochschulpolitische Sprecherin der Linksfraktion sage ich natürlich was zum Thema Studiengebühren jetzt hier in Bayern. Und witzig wird es allein schon deswegen, weil die bayerische Regierungskoalition aus CSU und FDP bei dem Thema eine so gründliche Niederlage eingesteckt hat, wie es schon gründlicher nicht mehr geht. Und das allein provoziert natürlich schon ein gewisses Maß an Schadenfreude. Und amüsant. Und amüsant ist insbesondere auch das, was Horst Seehofer zu diesem Thema in den letzten Monaten von sich gegeben hat, das ist eigentlich an Realsatire überhaupt nicht mehr zu übertreffen. Das Volksbegehren gegen Studiengebühren war erfolgreich, das notwendige Quorum wurde deutlich übertroffen, wir haben eben nicht nur die nötigen 940.000 Bayerinnen und Bayern auf die Ämter gebracht, es waren am Ende fast 1,4 Millionen Menschen, die unterschrieben haben. Und Schwarz-Gelb, würde ich sagen, hat sich nicht nur eine blutige, sondern wahrscheinlich eine mehrfach gebrochene Nase geholt. Und das ist ein Grund zum Freuen. Und jetzt dürfen wir in der Presse mitverfolgen, wie der Ausgang des Volksbegehrens die Koalition in eine handfeste Regierungskrise stürzt und wie der bayerische Ministerpräsident sich bemüht, aus diesem politischen Debakel im Vorfeld der Landtagswahl noch irgendwie mit taktischen Wendungen, eigentlich muss man sagen eher mit Pirouetten, bis hin zur politischen Selbstverleugnung herauszukommen. Vor zwei Wochen, am 31. Januar, als die gute Nachricht über das erfolgreiche Volksbegehren bekannt gegeben wurde, da hat die CSU eine Pressemitteilung veröffentlicht mit der markigen Überschrift Studiengebühren ein Auslaufmodell. Und Horst Seehofer begeisterte sich dann in der Presse über das erfreuliche Zeichen gelebter, direkter Demokratie in Bayern. Und dann, man höre und staune, sagte er, meine Haltung zu den Studiengebühren bleibt die gleiche wie zuvor, die Studiengebühren werden abgeschafft. Und dann setzte er sogar noch eins drauf und wurde richtig politisch und sagte, Studiengebühren sind nicht gerecht, weil sie keine Rücksicht nehmen auf die finanzielle Situation der betroffenen Familien. So weit, so unglaubwürdig, denn erinnern wir uns mal an das Jahr 2009. Da war Horst Seehofer auf einer Landesversammlung der Jungen Union in Weiden und er ließ sich zitieren mit dem Satz, die Studiengebühren, die bleiben. Und weiter sagte er, solange ich Regierungschef in Bayern bin, werde ich stets bei dieser Linie bleiben. Das war vor vier Jahren. Und dann erinnern wir uns mal an den Sommer 2011. Da war die Debatte über Studiengebühren noch mal neu entflammt. Reihenweise Zeitungsartikel mit der Überschrift Ministerpräsident Horst Seehofer erteilt einer möglichen Abschaffung der Studiengebühren eine Abfuhr. Das war vor weniger als zwei Jahren. Und dann werfen wir mal einen Blick ins aktuelle Programm der CSU. Da heißt es, ich zitiere, die Erhebung eines finanziellen Eigenbeitrages der Studierenden, also Studiengebühren, zum Gesamtaufwand ihres Studiums ist verantwortbar. Und dann heißt es auch weiter, ein dauerhafter, von der Entwicklung des staatlichen Haushalts unabhängiger Mittelzufluss, also die Studiengebühren, erfüllt den strategischen Anspruch, die Lehre zu stärken. Horst Seehofer lag also mit all seinen früheren Aussagen, mit seinem Ja zu Studiengebühren, vollkommen auf Linie seiner Partei und das kann man von dem Vorsitzenden einer Partei natürlich auch erwarten. Umso unglaubwürdiger und peinlich populistisch wirkt doch jetzt diese neue Linie, die Seehofer ausgibt, vor allem wenn er so tut, als sei die Abschaffung der Studiengebühren schon immer seine Meinung gewesen. Und jetzt beruft Merkel mit Johanna Wanka als Nachfolgerin von Annette Schavan auch noch eine absolute Hardlinerin als neue Bundesbildungsministerin. Wanka hat sich als niedersächsische Kultusministerin in den letzten Jahren ganz besonders für Studiengebühren eingesetzt und ist überzeugt, hat sie erst Anfang 2013 gesagt, dass wir in fünf Jahren in allen 16 Bundesländern wieder Gebühren haben werden. Ich freue mich schon darauf, wenn dann Horst Seehofer Frau Wanka sein Nein zu Studiengebühren entgegenschmettert und vor ihr die neue Linie in Bayern vertritt.
Aber gut, am Ende ist diese Haltung der CSU, auch wenn sie eher pathologisch wirkt, immer noch besser als das verrückte Zeug, das die FDP erzählt. Die FDP, die ja nun krampfhaft um Profilbildung bemüht ist und auf der Suche nach sich selbst scheint, hofft, dass ihr das in Bayern mit dem vehementen Festhalten an den Studiengebühren gelingt. Ich glaube, damit hat sie sich noch einmal mehr ins Ausgeschossen. Die FDP hat ja schon nicht einmal mehr Gespür für die Frage, was eine Bevölkerung will oder wie Mehrheiten in der Gesellschaft stehen. Und der Versuch der FDP, im Zuge dieses Gebührenstreits dann auch noch die soziale Frage aufzugreifen, sozusagen als letzten Strohhalm, um noch Zustimmung für ihre unbeliebte Position zu bekommen, muss wirklich als absoluter Fehlgriff gewertet werden. Die FDP ist ja wieder mal mit dem alten und falschen Argument in die Debatte eingestiegen, nämlich mit der Behauptung, Studiengebühren seien sozial gerecht, weil sonst die Krankenschwester dem Sohn des Oberarztes das Studium finanzieren muss. So ein auf den Kopf stellen von sozialer Gerechtigkeit, so eine Fehlinterpretation sozialer Verhältnisse kann wirklich nur der FDP einfallen, einer Partei, die keine Ahnung hat von sozialer Gerechtigkeit und auch nicht davon, wo Menschen der Schuh drückt, die eben nicht Apotheker, Hoteliers oder Bankvorstände sind. Fakt ist, drei Viertel, also über 70% derjenigen, die auf ein Studium verzichten, tun das, weil ihnen die finanziellen Voraussetzungen fehlen und weil sie Angst haben, sich selbst zu verschulden. Und 500 Euro Studiengebühren im Semester sind natürlich für junge Menschen, die von 800 Euro und weniger monatlich leben müssen und davon aber alles zahlen müssen. Von der überteuerten Miete in den Hochschulstädten und den steigenden Energiepreisen über Essen, Kleidung, Telefon, Internet, Verkehrsmittel, Krankenversicherung, ja, bis hin zu allen Unilernmitteln, Büchern, Readern, Kopien etc. Die das also alles bezahlen müssen, für die sind 500 Euro Studiengebühren im Semester natürlich ein ganz erheblicher Faktor. Und man muss kein Rechenkünstler sein, um zu überschlagen, dass das verdammt eng wird, wenn da keine Eltern sind, die zuschießen können. Und das Bild, dass alle Studierenden privilegierte Söhne und Töchter von Anwälten und Chefärzten sind und auch alle hochdotierte Jobs bekommen werden, kann zu Zeiten, in denen fast 50% eines Jahrgangs studieren, schon ganz logischerweise nicht mehr stimmen. Natürlich studieren hier auch die Kinder der Mittelschichten und die Kinder derjenigen, die sich genau über ein Studium etwas mehr soziale und berufliche Perspektiven erhoffen, als vielleicht noch die Eltern hatten. Und ich will nur daran erinnern, es war in den 70er Jahren, nach Einführung der Berufsausbildungsförderung, nach Einführung des BAföG, zu der Zeit, als das BAföG noch als ein Vollzuschuss ohne Verschuldung gewährt wurde und als es so war, ausgestaltet war, dass es jungen Menschen wirklich den Lebensunterhalt ermöglichte. In der Zeit sind massenhaft Kinder aus Arbeiterfamilien an die Hochschulen gekommen. Und genau da wurde die feudalistische Vererbung von Chancen in der Hochschulbildung das erste Mal relevant durchbrochen. Und nun meint die FDP wirklich mit dem Gegenteil vom BAföG, also mit Gebühren statt sozialer und finanzieller Unterstützung während des Studiums, könnte man sozialen Ausgleich schaffen. Es ist bewundernswert, dass die sich das offenbar auch noch selber glauben. Es ist stattdessen genau die Eliten- und Gebührenpolitik von Schwarz-Gelb im Bund wie hier in Bayern, die dem Kind der viel zitierten Krankenschwester den Eintritt in die Hochschule erschwert. Schwarz-Gelb verweigert die dringend notwendige BAföG-Erhöhung und verweigert, das BAföG als einen Vollzuschuss zu gewähren, damit sich junge Leute nicht erst mal verschulden müssen. Schwarz-Gelb betreibt diese unsinnige Aussortiererei in der Schule durch das irrsinnige Festhalten, ja, mit den vielen Schultypen von der Förderschule, Mittelschule, Realschule, Hauptschule, Gymnasium, statt einfach mal eine Schule für alle umzusetzen. Sie betreibt die Aussortiererei durch den wahnsinnigen Schulstress mit verkürzter Schulzeit und G8 und durch ihre Privatisierungspolitik statt öffentlicher Finanzierung. Und es waren FDP und Union, die in den letzten Jahren durch ihre Steuergesetzgebung alles dafür getan haben, ja, für eine Umverteilung von unten nach oben und damit dafür sorgen, dass gute Bildung anscheinend nicht finanzierbar bleibt oder vermeintlich nicht finanzierbar bleibt,
weil einfach in den Staatshaushalten zu wenig Geld ist. Wenn also jetzt die FDP das Leben und die Interessen einer kranken Schwester entdeckt, dann ist das pure Heuchelei und man kann nur sagen, lasst diese Instrumentalisierung sein, lasst das Gerede von sozialer Gerechtigkeit, bleibt bei euren Hoteliers und Bankvorständen, da seid ihr zwar politisch untragbar, aber wenigstens glaubwürdig. Dass dieses Volksbegehren erfolgreich war, das war aus meiner Sicht überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Und man kann und muss allen Beteiligten in Bayern, den Oppositionsparteien, den Gewerkschaften, den Studierendenverbänden, den Schülerinnen und Schülern und den über 100 lokalen Initiativen zur Unterstützung des Volksbegehrens, die sich bayernweit gegründet hatten, und den vielen Menschen, die unterschrieben haben, wirklich danken für ihr Engagement. Und die Linke kann wirklich sagen, wir waren ein wichtiger und ausgesprochen aktiver Teil davon. Unsere Mitglieder, unsere Aktiven in den Kreisverbänden, die Mitglieder des Studierendenverbandes und des Jugendverbandes sind an den Infotischen gestanden, haben plakatiert, haben Flugblätter verteilt, haben mit Veranstaltungen sich in die Diskussion eingemischt und haben Stimmung gemacht und überzeugt. Liebe Genossinnen und Genossen, die letzten 6 Wochen waren ein gutes Zeichen. Die Linke in Bayern ist da, sie ist sichtbar, sie ist aktiv. Sie mischt sich ein und sie kann auch mithelfen, was zu verändern. Aber eines möchte ich dann schon auch noch sagen, als eine, die selber über soziale Bewegungen und den außerparlamentarischen Protest politisiert wurde und die über solche Bewegungen überhaupt erst zur Politik gekommen ist. Manchmal fand ich es richtig unverschämt, wie die verschiedenen Parteien, allen voran die 3 Parteien, die hier schon mal das Schattenkabinett in Bayern üben, die SPD, die Grünen und die Freien Wähler, so getan haben, als hätten sie persönlich das Thema erfunden und als seien sie die Speerspitze der Bewegung. Ohne Zweifel, so fair muss man sein, es waren die Freien Wähler, die das Volksbegehren durchgesetzt haben. Aber es waren doch bitteschön die verschiedenen Generationen von Studierenden und Schülerinnen und Schülern, die in den letzten Jahren hier in Bayern und in der Republik protestiert haben, die nicht locker gelassen haben, die das Thema immer wieder auf die politische Agenda gesetzt haben, so lange, bis sich eine richtige Antigebührenstimmung in der Bevölkerung verankert hat. Ich selber war gleich zu Beginn meines Studiums aktiv in den Unistreiks 1997-98 war das. Und das war ein Protest gegen die Änderung des Hochschulrahmengesetzes. Und da ging es genau darum, dass mit dieser Änderung des Hochschulrahmengesetzes die Erhebung von Studiengebühren in der ganzen Bundesrepublik ermöglicht werden sollte. Wir haben damals ein ganzes Semester lang gestreikt, in Bonn demonstriert, Hörsäle besetzt. Wir haben uns anhören müssen, unser Streik sei nicht so toll wie die Bewegung der 68er. Uns ginge es ja nur ums Geld, als ob diese Frage, wer das Geld hat und wer nicht eine hochpolitische Frage wäre. Aber wir haben uns nicht demoralisieren lassen, sondern haben weiter gestreikt. Die Novelle des Hochschulrahmengesetzes konnten wir damals leider nicht verhindern. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, dann kann ich sagen, mit diesem Streik war ein Anfang gemacht einer Protestbewegung, die seither unter den Studierenden eigentlich nicht mehr so richtig zum Stillstand gekommen ist, sondern alle 3, 4 Jahre wieder ausgebrochen und entflammt ist. Ihr erinnert euch sicher noch an die Bildungsproteste im Jahr 2005 oder an den bundesweiten Bildungsstreik vor 3 Jahren, wo wirklich über Monate die Hochschulen besetzt waren, eine Demo die nächste gejagt hat, und wo auch immer wieder das Thema Studiengebühren eine Rolle gespielt hat. Es ist diesem über viele Jahre kontinuierlichem Druck zu verdanken, dass die Studiengebühren nach und nach in den verschiedenen Bundesländern auch wieder abgeschafft wurden. Und ich sage das deswegen immer wieder, weil es eins bedeutet. Es bedeutet, dass sich Widerstand lohnt, dass sich Protest lohnt und dass Kämpfe auch gewonnen werden können. Ja, man muss sich das doch noch mal vor Augen halten. Ab 2005 wurde in 7 Bundesländern Studiengebühren eingeführt. Hessen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Bremen, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Bayern. Und die Mehrheiten in der Bevölkerung, die schienen doch eindeutig pro Studiengebühren. Weite Teile in der Gesellschaft haben damals gesagt, an den Gebühren, da führt kein Weg vorbei.
Oder anders als über Gebühren ist das alles überhaupt nicht mehr zu finanzieren. Das waren doch die Argumente, mit denen diese neoliberale Ideologie, die alles zur Ware machen will und die eben auch Bildung zur Ware machen will, ja, die möchte, dass man für Bildung bezahlen muss. Das waren die Argumente, mit denen diese neoliberale Ideologie gerechtfertigt wurde. Und wie Dominosteine sind nach und nach die Studiengebühren wieder in den einzelnen Bundesländern abgeschafft worden. Für mich ist das die wichtigste Botschaft, die der Ausgang dieses Volksbegehrens zu verkünden hat. Und das ist für mich der Punkt, den wir als Linke stark machen müssen. Gesellschaftliche Veränderungen bekommt man nicht geschenkt, sondern man muss sie sich erkämpfen. Und linke emanzipatorische Politik heißt, dazu zu ermutigen. Und jetzt lasst mich aber noch mal auf die Zeit zurückkommen, als die Gebühren eingeführt wurden. Da ist es nämlich schon interessant, sich auch noch mal insbesondere SPD und Grüne anzuschauen, die ja in den letzten Monaten, ob in den Wahlkämpfen in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen oder jetzt hier in Bayern beim Volksbegehren, wirklich keine Gelegenheit ausgelassen haben, sich als die Anti-Gebühren-Partei darzustellen und in wirklich unverschämter Weise versucht haben, das Thema für den eigenen Wahlkampf zu vereinnahmen. Und in fast schon seehofer'scher Manier so tun, als wäre man schon immer der aufrechteste und geradlinigste Kämpfer an dieser Frage gewesen. Wie im Fall Seehofer hilft aber auch hier ein Blick in die Geschichtsbücher bei der Aufklärung, wie geradlinig und aufrecht die SPD und die Grünen in dieser Frage wirklich waren und sind. Wie im Fall der seehofer'schen Amnesie vergessen nämlich auch SPD und Grüne zu erwähnen, dass sie selbst, die sich hier als Gebührengegner inszenieren, in entscheidenden Momenten in den letzten Jahren die Einführung von Studiengebühren begünstigt haben, ihr nichts entgegengesetzt haben, ihr auf halbem Weg entgegengekommen sind, eigentlich sogar an der Ausgestaltung von Studiengebühren mitgeholfen haben. Und angesichts der Prominenz, die sich da in der SPD für die Einführung von Studiengebühren stark gemacht hat, ist es ehrlich gesagt einfach unredlich, dazu kein Wort mehr zu verlieren. Das war nämlich nicht die dritte oder vierte Reihe irgendeiner von hunderten unbekannteren Landespolitikerinnen oder Landespolitikern, der sich da mal eine abweichende Position von der Meinung der Partei erlaubt hätte, sondern es war die aktuelle erste Reihe. In Niedersachsen hat der damalige Ministerpräsident und der heutige Parteivorsitzende Sigmar Gabriel gemeinsam mit dem damaligen Wissenschaftsminister und dem heutigen ersten parlamentarischen Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Thomas Oppermann, die Langzeitstudiengebühren eingeführt. In Nordrhein-Westfalen waren es Wolfgang Clement und dann SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück, die die Studienkonten, eine Sonderform der Studiengebühren, durchgesetzt haben. Und in Hamburg waren die Grünen gemeinsam mit der CDU für die Einführung nachgelagerter Studiengebühren verantwortlich. Peer Steinbrück sagte 2002 im Landtag von Nordrhein-Westfalen, ich zitiere, die Einführung von Studiengebühren wirft weder die soziale Balance um, noch schmälert sie den Zugang zu unseren Hochschulen. Ein ganz klein wenig Selbstreflexion und Ehrlichkeit wäre also angebracht, bevor man jetzt die Backen aufbläst. Aber das kennen wir ja schon. Aber das, Genossinnen und Genossen, kennen wir ja schon von der SPD. Im Wahlkampf laut brüllen von sozialer Gerechtigkeit und dann in der Regierung nur noch ein bisschen flüstern über die soziale Frage und am Ende die Agenda 2010 und Hartz IV durchsetzen. Und auch ein beachtlicher Vorgang und ganz gut zu wissen, falls irgendjemand noch die Hoffnung haben sollte, Parteitagsbeschlüsse oder programmatische Aussagen hätten bei der SPD irgendeinen größeren Wert oder eine bindende Kraft. Und man könnte sich darauf verlassen, was ein Gabriel oder ein Peer Steinbrück heute von sich geben. In der SPD gab es damals einen Parteitagsbeschluss, initiiert von den Jusos in der SPD, einen Beschluss gegen jede Form von Gebühren. Aber Oppermann und Clement und eben auch Gabriel und Steinbrück fühlten sich nicht daran gebunden. Sie haben es einfach trotzdem gemacht. Sie haben einfach trotzdem ihre Gebühren eingeführt und das auch noch stolz verkündet. Parteitagsbeschluss hin oder her, das ist doch der eigentliche Skandal. Und da weiß man auch, was man von denen in Zukunft zu erwarten hat. Ich sage also wirklich,
mit voller Überzeugung. Wenn man gute Bildung für alle will, ohne soziale Diskriminierung, wenn man will, dass Bildung für alle als ein Grundrecht für alle gelebt und umgesetzt wird und nicht als ein Privileg für wenige, dann muss man Die Linke wählen. Bildung und auch Hochschulbildung ist als Grund- und Menschenrecht definiert, und das ist nicht nur eine gute Idee der Linken und anderer gesellschaftlicher Kräfte, die sich für den chancengleichen und gebührenfreien Zugang zur Bildung einsetzen. Das ist eine völkerrechtliche Position. Das fällt der bayerischen Staatsregierung natürlich sehr schwer, so viel Internationalismus und Weltoffenheit und der Blick über bayerische Grenzen hinweg, ja, weg von der Kleinstaaterei. Aber dafür sage ich es Ihnen hier nochmal. Im internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, das ist der sogenannte UN-Sozialpakt, da heißt es in Artikel 13, die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf Bildung an. Und es heißt weiter, die Vertragsstaaten erkennen an, dass im Hinblick auf die volle Verwirklichung dieses Rechts auch der Hochschulunterricht durch Einführung der Unentgeltlichkeit jedermann gleichermaßen zugänglich gemacht werden muss. Diesen UN-Sozialpakt, ja, da kann man klatschen. Diesen UN-Sozialpakt hat die Bundesrepublik 1968 unterzeichnet. Alle Bundesländer, also auch Bayern, liebe Staatsregierung, haben dem Beitritt der Bundesrepublik zu dem Pakt zugestimmt. Und seit 1976 ist die Bundesrepublik völkerrechtlich an den Pakt gebunden. Einführung der Unentgeltlichkeit, das bedeutet ja wohl auf jeden Fall eine Sache nicht, dass nämlich in einem reichen Land wie Deutschland die Kostenpflichtigkeit wieder eingeführt werden kann, sondern die Zielrichtung ist genau andersrum definiert. Aber an solche völkerrechtlichen Vereinbarungen fühlt sich eine schwarz-gelbe Regierung natürlich nicht gebunden. Recht ist für die CSU eben nur das, auf was man gerade selber Lust hat. Für uns, liebe Genossinnen und Genossen, für die Linke ist klar, Bildung ist keine Ware, mit der man Profit macht und die man sich kaufen kann. Wir haben mit diesem erfolgreichen Volksbegehren gegen die Studiengebühren jetzt die Möglichkeit, diese Debatte auch breit in der Gesellschaft zu führen, und zwar nicht nur für die Hochschule, sondern für alle Bildungsbereiche. Mit solchen Inhalten und mit klaren Positionen können wir gut in den Wahlkampf gehen. Wir haben jeden Grund, für eine starke Linke in den Parlamenten zu kämpfen. Und ich bitte jeden und jeden, vor allem diejenigen, die vielleicht noch nicht Mitglied bei der Linken sind, unterstützt die Linke im Wahlkampf. Geht nicht nur selbst wählen, sondern helft mit, andere zu überzeugen, für die Linke zu wählen, und helft mit, einen aktiven Wahlkampf für die Linke zu führen, bei dem wir wirklich auch mit unseren Inhalten überzeugen können. Hier gehen Genossen rum mit diesen Flyern, Linksaktiv-Flyern. Da könnt ihr euch eintragen, wenn ihr den Wahlkampf aktiv unterstützen wollt. Darum bitte ich euch in dem Sinne für eine starke Linke. Dankeschön.